Ich war lange am Überlegen, ob ich zu diesem Thema ein Video bringen möchte. Und wie ihr jetzt schon erahnen könnt, habe ich mich aufgrund der Tatsache, dass ich mich selbst als eine Art News-YouTuber zur Wizarding World sehe, dafür entschieden. Und auch, um euch eine Warnung mitzuteilen. Bevor ich aber aufs Thema eingehe, sei gesagt, dass dieses Video hier zu 100% spoilerfrei sein wird, was die Geschichte rund um Fantastic Beasts 3 anbelangt. Dieses Video hier dient lediglich als Aufklärung dessen, was zuletzt vorgefallen ist, und das hat es leider anscheinend wirklich in sich. Wie ihr alle wisst, kommt Fantastic Beasts 3 in wenigen Wochen, genauer im April 2022, endlich in unsere Kinos. Ein Event, auf das viele Potterheads seit Jahren hinfiebern, welches allerdings auch, so ehrlich muss man sein, unter keinem sonderlich guten Stern steht. Kontroversen rund um Johnny Depp und J.K. Rowling haben dem Franchise sehr zugesetzt und die Tatsache, dass Fantastic Beasts 2 der finanziell schwächste Film der gesamten Wizarding World war, macht diesen Umstand nicht unbedingt viel besser. Der Online-Krieg zwischen Rowling-Befürwortern und Gegnern überschattet teilweise leider sehr die eigentlich positiven Aussichten aus Franchise und der Umstand, über den ich jetzt berichten möchte, setzt dem Ganzen nur mehr die Krone auf. Denn laut einiger Quellen soll ein Insider des Fantastic Beasts Films aus Protest gegen J.K. Rowling die gesamte Handlung von Fantastic Beasts 3 geleakt und veröffentlicht haben. Normalerweise wäre ich hierbei der vermutlich Erste, der Zweifel hegen würde, wenn ich besagten Handlungsleak nicht komplett auf meinem Smartphone hätte. Aber keine Sorge, ich werde mir den Film durch mögliche Handlungsspoiler garantiert nicht kaputt machen lassen und habe besagten Leak deswegen auch nicht gelesen. Aufheben werde ich diesen Leak jedoch trotzdem, rein aus Interesse versteht sich, um in 2 Monaten zu schauen, ob das Ganze wirklich echt war oder doch nur ein blöder, ziemlich gut gemachter Fake. Denn eins kann ich euch sagen, der Leak scheint sehr glaubwürdig zu sein. Er umfasst 16.083 Zeichen, 2.938 Wörter oder auch 162 Sätze, ist auf Englisch verfasst und soll laut einigen Reddit-Usern, bei denen ich mich spoilerfrei informiert habe, sehr glaubwürdig erscheinen. Mit zur Glaubwürdigkeit trägt auch das Verhalten von Warner Bros. Selbst bei, denn in weniger als ein paar Stunden nach Veröffentlichung dieses Leaks haben sie mit Hilfe von DMCA-Strikes sämtliche Veröffentlichungen dieses Leaks entfernen lassen und sollen wohl auch, laut mancher User, rechtlich gegen Personen vorgehen, die diesen Leak weiterverbreiten. Ist das also ihr Eingeständnis, dass an diesem Leak etwas dran ist? Nicht zwangsläufig. Denn ob fake oder nicht, dieser Leak erhebt für sich den Anspruch, kein Fake zu sein und könnte, selbst wenn es doch ein Fake sein sollte, für erheblichen Schaden sorgen. So oder so könnte ich Warner Bros. Hier absolut verstehen, dass sie auch einen vermeintlich korrekten, aber faktisch falschen Leak nicht stehen lassen wollen. Und nebenbei halte ich es auch für absolut möglich, dass sich ein engagierter Kritiker Rowlings durchaus hätte die Mühe machen können, sie mit einer solchen Schmutzkampagne zu sabotieren, und mit ein bisschen Fantasie und Zeit könnte ich bestimmt auch selbst eine angebliche Story zu Fantastic Beasts 3 auf Grundlage von Theorien, Wissen über das Franchise und Vermutungen formulieren. Im Endeffekt kann also eh erst gesagt werden, ob an diesem Leak etwas dran ist, wenn wir den Film sehen konnten. Und sobald ich das getan habe, werde ich mir diesen Leak auch durchlesen. Bevor ich dieses Video hier jetzt aber beende, möchte ich nochmal ein wenig meine Gedanken dazu mit euch teilen. Wenn ich ehrlich bin, finde ich es ein Unding, dass versucht wird, ein Filmfranchise zu sabotieren, nur weil man unbedingt Rowling 1 auswischen möchte. Denn an Fantastic Beasts 3 arbeiten hunderte Menschen und verdienen ihren Lebensunterhalt damit. Etwas, was eine J.K. Rowling nicht mehr vonnöten hat, da sie finanziell komplett ausgesorgt hat. Wirklich eindringlich Schaden tut man so also vor allem den kleineren Köpfen in diesem Projekt und natürlich auch uns Fans, denen ein spoilerfreies Erlebnis so zumindest indirekt kaputt gemacht wird bzw. kaputt gemacht werden kann. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich es absolut bezeichnend finde, dass dieser Leak von einem Account geteilt wurde, der sich angeblich um Harry Potter News dreht, aber eigentlich nichts anderes mehr postet als J.K. Rowling Bashing. Ob da also jemand auf Teufel komm raus und ohne Rücksicht auf zivile Verluste nur seine Hassagenda durchsetzen will? Mir scheint es ehrlich gesagt fast so. Trotz der Möglichkeit, dass dieser Leak also auch ein Fake sein könnte, kann ich nur eindringlich zur Vorsicht raten, wenn ihr im Internet selbst nach Fantastic Beasts 3 suchen solltet, sofern ihr natürlich Spoilern aus dem Weg gehen wollt. Nicht alles ist gekennzeichnet und obwohl Warner bereits Anstrengungen unternimmt, den Leak entfernen zu lassen, gibt es bereits genug Leute da draußen, die ihn bereits gelesen haben und ihre Eindrücke zum Beispiel auf Reddit teilen. Gerade da wäre ich an eurer Stelle vorsichtig.
Ich kann euch aber auch sagen, dass ihr hier auf diesem YouTube-Kanal sicher vor derartigen Spoilern seid. Nach wie vor werde ich hier maximal Theorien veröffentlichen und werde mich bis zum Release von Fantastic Beasts 3 nicht weiter mit diesem Leak beschäftigen. Dazu gehört auch, dass ich ihn natürlich nicht gelesen habe oder noch werde, weshalb ich auch keine Möglichkeit habe, auf den Inhalt speziell einzugehen. Ich gebe euch mein Wort, dass ihr hier auf diesem Kanal vor sowas geschützt seid. Sollte aber jemand auf die beknackte Idee kommen, Spoiler in die Kommentare zu schreiben, wird die Person umgehend blockiert. Aber ich vertraue euch da. So viel zu diesem kurzen Infovideo zu den aktuellen Geschehnissen rund um die Wizarding World. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und solltet ihr auch weiterhin spoilerfrei auf dem Laufenden gehalten werden wollen, dann abonniert doch mal meinen Kanal auf dem Logo an der Seite. In diesem Sinne, euch allen einen schönen Tag, macht was draus und passt im Internet auf. Ciao Leute!